Tom's idea. Yeah. Oh, man. Tom like that. Nicht aussehen. Weg damit. Das hat mein Zahnarzt verbockt hier. Wenn mich einer darauf anspricht, dann sage ich ja normalerweise, weil ich habe ja auch mal Mickey Mouse gelesen und... Kneipenschläger, ja. Da habe ich gesagt, dann musst du den anderen erst mal sehen. Aber in Wahrheit hat er meinen Zahnarzt verbockt. Ich habe gesagt, hör mal, Doktor, da tut sich was drunter, unter dieser Krone da und diese... Alter. Ne? Da sagt er, geh mal nicht dran. Dann hat er am nächsten Mal gesagt, das wackelt irgendwie, da tut sich was. Ja. Geh mal nicht dran. Dann war ich bei den Türken, hab eine wunderbare Türkenpizza gegessen. Mit Scampis und Knoblauch. So ein richtig so ein Labberding. Nichts Hartes. Auf einmal. Gar nicht. Dann hatte ich mein halbes Gebiss irgendwie auf der Zunge. Geh mal nicht dran. Dann bin ich zur Zahnarzt gegangen. Dann dachte ich auch, wieso? Sieht doch so gut aus. Okay, wie bist du denn da drauf gekommen? Klogen. Ach, diese Ringe-Pfeife. Es gibt bestimmte Laute, die darf ich nicht sprechen. Es zum Beispiel. Also ein Satz wie, sie sang sehr schön am 17. September. Oh, das ging auch. Viele Vögel, ne, da hast du gehört, mit F, nicht S, Wörter mit F da. Ich weiß gar nicht, wie wir mit unseren Rollatoren hier auf die Bühne gekommen sind. Das wäre ja unglaublich. Und vor allem, wo haben wir die gestartet? Wir haben ja einen Sportsmann in der Kapelle. Tritt mal zur Seite. Du musst weitermachen, wir müssen alle ins Heim nachher, ne? Aber das ist doch gleich um die Ecke. Der Bürger kommt gleich. Der Bürger. Was ist morgen wieder ein Kastrichel? Nein, wenn ich ja nicht scheiße. Von dem haben wir den gemacht, glaube ich. Oh, das ist mal. Schon ein. Thank you.
Am schönsten ist im Topos immer noch die Tapete. Ja? Okay, vielen Dank. Der Sauerstoffzelt hat ein Loch. Einer geht noch. Nein, einer geht jetzt noch. Erstmal, jetzt trinken wir erstmal. Okay. Ja, siehst du, ich wusste es. Okay, bis zum nächsten Mal. Im Topos.